Also Leute, in dem Video geht es darum, wie ich mich für das Abitur 2019 vorbereite. Das heißt, falls du auch ein Schüler bist, der 2019 sein Abitur antreten wird, bist du genau richtig gelandet. Das ist eigentlich auch ein sehr informatives Video für Leute, die ihr Abi erst später schreiben. Wir sind ja jetzt der erste Jahrgang, der mit diesem Kerncurriculum arbeitet. Schriftlich mache ich Bio, Deutsch und Mathe. Das heißt, es wird hier jetzt explizit um die Abi-Vorbereitung für den Deutsch-LK und für den Bio-LK gehen. Und ich habe mich dazu entschieden, mit Deutsch anzufangen, weil vor Bio habe ich irgendwie ein bisschen Angst, weil das so krank viel ist. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir generell erstmal diese Abi-Bücher bestellt. Die sind vom Stark Verlag und da habe ich einmal eins für Bio, für den Bio-LK, das sind aber nur Prüfungen, Prüfungsaufgaben mit Lösungen und das auch für den Mathe-GK. Da sind dann auch Aufgaben drin und halt auch wieder mit Lösungen. Das finde ich eigentlich ganz gut für Mathe, weil in Mathe kann man ja eigentlich immer nur rechnen und rechnen. Und wir haben jetzt die zweite Hälfte der Winterferien und ich fange jetzt erst an. Also Leute, ich weiß nicht, ob ich früher anfange oder spät anfange. Alle, die ihr Abi jetzt letztes Jahr gemacht haben, sagen, dass ich noch relativ früh bin. Meine Mutter ist da anderer Meinung, also die pressert mich da so ein bisschen. Da ich diesen Mathekurs eben mache, werde ich mich jetzt hier erstmal nicht auf Mathe vorbereiten, weil dann, das mache ich dann sowieso im Kurs. Aber ich kann dann auch noch sagen, was man im Kurs gemacht hat und was ich sonst noch so dafür mache. Und wie gesagt, fangen wir jetzt mit dem Deutsch-LK-Vorbereitungen an. Dafür habe ich diese zwei Bücher hier ersteigert. Einmal ist es hier das, also alles auf einen Blick. Und zwar haben wir da die Prüfungsthemen. Da sind dann nochmal auch schon auf der Deckseite alle Bücher genannt. Und dann haben wir eben auch Schwerpunktthemen 2019 und neue Übungsaufgaben. Also einen Tipp für jedes Fach, was ich machen würde. Ich würde immer alle Lernzettel aufheben, weil zum Beispiel für ein Bio-LK muss ich so gut wie nichts mehr rausschreiben, weil ich alles super ordentlich aufgeschrieben habe mit Bildern daneben und Graphen und allem, damit ich das jetzt einfach mir so Arbeit gespart habe, weil es ist wirklich so, glaube ich, das Anstrengendste, wenn man jetzt völlig von vorne anfangen muss und alles nochmal aufschreiben muss, da verliert man unheimlich viel Zeit und deswegen habe ich mir das quasi jetzt schon gespart. Deswegen ist es so der Tipp Number One. Leute, ich will jetzt ja auch gar nicht so tun, als ob ich jetzt irgendwie so ein Lernprofi wäre. Ne? Meine Noten sind auch nicht die besten, aber trotzdem, glaube ich, bin ich relativ organisiert. Und damit kann ich, glaube ich, auch relativ vielen Leuten weiterhelfen. Und jetzt hier für den Deutsch-LK, da haben wir am Anfang so ein Blatt bekommen. Und da steht einfach drauf, wo die Schwerpunkte liegen. Und das hat uns unsere Lehrerin ausgeteilt. Was ich jetzt schon gemacht habe, ich habe hier einen Stapel an Ordnern. Und zwar habe ich der erste Ordner, den habe ich beschriftet mit den Deutsch-LK-Arbeiten. Und zwar mit allen Arbeiten, die ich hier geschrieben habe. Da sind auch ganz, ganz schlimme Arbeiten dabei, Leute. Aber egal. Jedenfalls, hier sind die ganzen Arbeiten. Die werde ich dann durchlesen, gucken, was ich verbessern kann, was ich falsch gemacht habe, was ich an meinem Sprachstil verbessern kann und wo es inhaltlich halt dran gelegen hat. Dann haben wir hier den zweiten Ordner. Das ist dann, sind die Q1-Themen. Und ich mache mir dann immer an jeden Ordner Post-its dran, wo ich dann draufschreibe, worum es geht, in welchem Quartal wir uns befinden und wo halt die Schwerpunkte in diesem Ordner quasi sind. Und das ist jetzt zum Beispiel Taugenichts und Kohlhaas, also die Q1-Themen. Dann habe ich den nächsten Ordner, das ist Q2 Wojcik und Q3 Faust und die Verwandlung Filmanalyse. Also es sieht dann so aus, dass da überall Posters drauf sind. Leute, ehrlich gesagt fehlt mir irgendwie der Ordner zu einem Thema und zwar zu Corpus Delicti, aber das war mein Lieblingsbuch, deswegen weiß ich eigentlich noch relativ gut, worum es da ging. Das heißt, ich habe jetzt so einen Batzen an Ordnern. Die habe ich jetzt auch chronologisch geordnet. Und Leute, nächster Tipp, räumt euren kompletten Schreibtisch einfach frei. Dann könnt ihr nicht so viel abgelenkt werden. Dann habt ihr nicht sowas, wo ihr die ganze Zeit irgendwas dran rummachen könnt. Und dann seid ihr einfach nicht so abgelenkt. So, dann haben wir hier den nächsten Stapel auf meinem Schreibtisch. Und zwar mit allen Büchern, die auch chronologisch geordnet sind. Und mit den allen Lektüre-Schlüsseln. Und was wir noch auf dem Schreibtisch haben, ist hier ein normaler Block, wo ich rausschreiben kann, was ich in diesen Büchern so lese, was ich noch nicht wusste. So sieht es gerade auf meinem Schreibtisch aus. Also sehr minimalistisch alles gehalten und ich glaube, das ist auch sehr effektiv. Das ist der Stapel, der quasi noch alles zu tun ist. Und ich habe mir jetzt das rausgesucht, mit dem ich anfange. Also das erste Buch und der erste Ordner. Und Leute, da sind die ganzen wunderbaren Stifte, die wir dafür brauchen, um effektiv zu lernen. Was ich jetzt zuerst machen werde, ist mir dieses Buch durchzulesen. Ich lese es durch, dann lese ich das Buch nochmal, dann überfliege ich das. Weil die Zeit kann ich mir, denke ich mal, nehmen. Und dann fange ich an, meinen Ordner durchzuarbeiten.
Genau, das heißt, ich gleiche jetzt quasi einfach meine Inhalte mit dem Buch und mit diesem Lernding ab. Ich denke mal, dass ich mehrere Reihen von diesen Videos machen werde, weil das ist ja jetzt explizit eigentlich auf den Deutsch-LK fokussiert. Und wenn ich damit dann fertig bin, werde ich, also mit diesem Abgleichen, diesem Vergleichen fertig bin, dann werde ich diese Aufgaben aus diesem Buch bearbeiten und auch noch mal ein bisschen googeln, was ich so machen kann, um mich noch mal besser vorzubereiten. Und eigentlich bin ich nicht da bereit für. Ich würde eigentlich auch, glaube ich, nicht meine Motivation dafür auffinden können, jetzt anzufangen. Aber ich wollte dieses Video drehen, weil, ja, wenn ich jetzt wandern. Und damit kann ich mich außerdem auch selber zum Lernen zwingen. Deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Aspekt. Und Leute, wenn man mit schönen Stiften und mit schönen Farben schreibt, dann macht es auch gleich viel mehr Spaß. Deswegen habe ich einen Pastellmarker gekauft. Und damit macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß, in so dummen Büchern zu markieren. Und ich glaube, wenn man sich auch diese Stäbe macht an Büchern und dann immer ein Buch verkleben kann, wenn man fertig ist, dann ist es so vom psychologischen Aspekt her auch nochmal relativ gut, weil man dann einfach sieht, was man schon getan hat, was man abgearbeitet hat. Und ja, das war jetzt ja relativ viel Gelaber und jetzt geht es inhaltlich los. Zuerst, dass das Ganze mit Faust 1 beginnt und ich werde mir das jetzt mit einem roten Post-it markieren, dann zum Beispiel Michael Kohlhaas mit einem orangenen und so weiter mache ich das dann, damit ich organisiert bleibe, während ich dieses Buch lese und dann meinen Überblick behalte, wo was genau ist. Ich fange ja mit dem Aus dem Leben eines Taugenichts an, weil wir das zuerst im Unterricht gemacht hatten und dafür habe ich zum Beispiel gelbe Post-its genommen. Und so mache ich das jetzt weiter mit jedem Buch erstmal. Das hilft einfach, organisiert in die Sache zu starten, Freunde. So, dann haben wir jetzt schon mal inhaltlich quasi die Farben geordnet. Und aus dem Leben eines Farbenlistes, wie gesagt, das Gelbe. Und jetzt arbeite ich erstmal das Buch durch und mache mir überall die Post-its hin, wo es um welches Buch geht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das Video hilfreich ist oder ob man es sich auch sparen kann. Das würde mich sehr interessieren. I've been pretending all my shots are blown. Cover my heart up, never let it show. I'm shaking it off to find a higher low. So heavy the water, oh, so heavy the water falling down, down, deep down. You be my life, wire. Make me feel like I'm set on fire. Your love will take me higher and higher. Won't you be my life, wire? My life, wire. So hold me when I fall away from the lines. When I'm losing it all, when I'm wasting the light. Falls irgendjemand so explizite Fragen hat, zum Beispiel zum Deutsch-LK oder zum Bio-LK, dann würde es mich mal interessieren, ob ich Videos allgemein zur Abi-Vorbereitung hochladen soll oder spezialisiert auf die einzelnen Fächer. Abgesehen davon habe ich auch noch super viele Lernzettel, die sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel für den Geschi GK. Und ich brauche sowas nicht, also weil ich lasse mich in Geschi nicht prüfen. Ich werde mich in, also mündlich prüfen, ich werde mich in Rallye und kunstmündlich prüfen lassen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht einfach meine Lernzettel, die ich noch aufgehoben habe, verlosen kann. Ich weiß, da, also falls irgendjemand daran interessiert ist, kann der mir gerne auf Instagram oder so schreiben. Dann würde ich halt wirklich diese Lernzettel irgendjemand anderem weitergeben, weil ich brauche es nicht. Und die sind wirklich gut gemacht. Also ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt mit vielen verschiedenen Quellen. Und ja, dann würde ich dann irgendwie damit jemand ja was Gutes tun können.
falls irgendjemand noch da draußen ist, der noch gar keine Lernzettel für Gesche oder so gemacht hat. Aber das sind halt so die organisatorischen Vorbereitungen, die ich jetzt gemacht habe. Und ich glaube, das hilft eigentlich wirklich sehr weiter, wenn man organisiert ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Glück und zum Erfolg. So heavy the water falling down, down, deep down.